So, Freunde der Nasrasur, das ist wieder soweit. Heute gucken wir uns ein neues Kino an. Und zwar sind wir hier bei Mario im Inception Cinema. Warum flüstere ich und stehe wie so ein Idiot mit der Kapuze? Weil der Mario, der ist nämlich nicht da und ihr wisst, der weiß gar nicht, dass wir hier sind. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie das Kino ist. So, da wollen wir doch mal sehen, ob wir hier nicht ohne Schlüssel reinkommen. Sag mal, René, hast du geguckt, ob die Tür überhaupt offen ist? Ja, die war zu. So, da können wir gucken, das Ding mal an hier. So, also hier sind wir auch schon im Technikraum. Also, falls ihr euch wundert, der Mario muss auch gar nicht hier sein. Und wir haben auch tatsächlich jetzt keine Vorführung hier, weil ich war schon ein paar Mal hier. Der Mario ist ein sehr guter Freund von mir und ich kenne das Kino halt in- und auswendig, weil ich halt auch beim Bau mehr oder weniger mit dabei war. Und deswegen kann ich euch einfach alles so zeigen. Also hier ist der Technikraum. Hier rechts seht ihr die Blu-ray-Filmsammlung. Die Jacke habe ich jetzt dahin geschmissen. Ja, ist halt eine Filmsammlung. Hier noch ein bisschen Merchandise-Kram. Genau. So, und dann gehen wir mal auf die andere Seite. Hier ist es ziemlich eng, deswegen müssen wir uns hier ein bisschen drehen. So, hier seht ihr die ganze Technikwand. Also hier sind die Hypex-Module verbaut. Und zwar die hier sind für die untere Ebene, das sind also fünf gleiche Lautsprecher. Davon hängt jeweils immer einer an so einem Hypex-Modul dran. Im Prinzip das gleiche wie beim MLV, nur als komplette Platte. Also hier hinten drauf sitzt die Verstärkerplatine, hier ist das DSP, wo man alles einstellen kann. Und hier ist halt einfach der Anschluss. Hier oben die Hypex-Module sind für die Atmos-Lautsprecher. Die Besonderheit hier ist, wir haben auch vier gleiche Atmos-Lautsprecher, die aber auch Full Range laufen. Also die werden nicht getrennt, genauso wenig wie die Frontlautsprecher. Da kommen wir aber gleich dazu. So, hier haben wir noch den Serverschrank. Hier sind die Endstufen hier sind für die Subwoofer. Jetzt muss ich nur gerade überlegen, ich glaube, die hier sind für die Subwoofer hinter der Leinwand, also für SBA. Und ich meine, hier die Endstufe wäre für die Spezial-Subwoofer, die zeige ich euch aber gleich noch. Da gibt es noch eine Besonderheit. Hier ist halt der Oppo, der Yamaha CXA 5100 und hier oben noch die Behringer, um die Subwoofer zu verwalten. Also in Anführungsstrichen nichts Besonderes, im Prinzip die Technik, die viele nutzen, weil das hier ist so eine sehr gängige eine Vorstufe bei uns im Kino, im Heimkinoverein. Die habe ich zum Beispiel auch, die funktioniert sehr gut. So, hier oben seht ihr jetzt noch einen Fernseher, das ist als Vorschaubmonitor gedacht. Also einfach, wenn ich jetzt hier drin was einstelle oder schon den Film laufen lasse, sehe ich hier einfach das gleiche Bild wie auch drüben im Kino. Hier hinter der Wand sitzt auch noch die Lüftung. Das heißt also, das Kino ist aktiv belüftet, sodass es halt einfach nicht so stickig wird. Man hat jetzt auch noch neu eine Klimaanlage nachgerüstet. Die steht vor der Tür, die bläst hier halt kalte Luft rein, kühlt den Raum runter. Und die Lüftung vom Kino zieht sich quasi die kalte Luft hier rein und bläst den Kino. Also irgendwie wie so ein, ja, im Prinzip ähnlich wie ein Splitgerät funktioniert das ja mehr oder weniger. So. Hier haben wir eine Lichtsteuerung. Damit kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. So. Dann gucken wir mal, ob das jetzt so funktioniert hat. Das ist halt schon ein bisschen geil. Diese Rot-Blau-Kombi, die gefällt mir ja super gut, ne? Ach, hier haben wir noch die Tasche vom Gimbal, mir Idioten. Räumen wir die mal schön weg. So. Alles halt Sehr cool, schön. ne? Das Richtig ist schön gemacht. schon richtig cool. Hier hinten seht ihr auch schon die riesen Lautsprecher. Also davon haben wir halt fünf Stück hier im Kino, die alle gleich sind. Das ist die HKV 1615. Die wurde auch bei uns im Forum entwickelt. Ich mache mal schnell das andere Licht an, damit wir hier zum Filmen ein vernünftiges Licht haben. Zack, also ein Knopfdruck, schon ist die Beleuchtung komplett anders. Oh, hui. Ja, ihr seht, also das Kino ist zu 99% fertig. Hier hinten zum Beispiel ist die Frontbespannung auf. Normalerweise ist das zu. Das ist aber jetzt einfach. Moment, ich muss mal gerade das Mikro anders machen, das hängt schon mit dem Kind dran. So. Normalerweise ist das zu. Das ist aber jetzt für einen Hörtest wurde das geöffnet. Das ist auch das Gute, weil so sehen wir nämlich auch die schönen Lautsprecher. Also wie gesagt, HKV 1615, Bassreflex. Die Lautsprecher laufen hier im Kino auf Full Range. Das heißt also, an der Yamaha drückt man Pure Direct, dann sind alle Trennfrequenzen dahin und jeder Lautsprecher muss seinen Bass selber abbilden. Also das läuft nicht über DBA, SBA, Subwoofer und so weiter. Hier unten haben wir einen 15 Zoll Bass. Hier ist ein Limmerhorn verbaut.
der halt den Schall noch mehr bündelt. Das heißt also, wir haben auch hier ein Egoistenkino. Also auf dem einen Platz ist es perfekt und auf allen anderen ist es auch noch gut, aber der Sweet Spot ist ganz klar auf einem Platz. Das ist halt so eine Glaubensfrage. Also entweder mache ich auf einem Platz richtig geil, also perfekt, oder ich mache halt auf allen Plätzen so lala, muss aber immer einen Kompromiss eingehen. Ich habe das genauso, bei mir ist ein Platz perfekt und drumherum interessiert mich halt auch einfach nicht. Ne? Hier hinten und an der Wand haben wir überall noch Basotec verbaut. Hier seht ihr auch noch einen Diffusor. Ich meine, das wären, was ist es denn jetzt? Ich glaube, das ist ein 1D-Diffusor. Ich glaube, das heißt so, nagelt mich nicht fest. Kann auch sein, dass ich jetzt totalen Quatsch erzählt habe. Hier hinten ist der Beamer-Schacht, den hat er richtig cool gemacht. Der ist auch wirklich extrem tief, weil der Beamer halt auf der anderen Seite im nächsten Raum hängt. Und dadurch, dass hier so viel Dämmung ist, weil hier haben wir ein SBA, das heißt also hier hinten sind 60 cm Dämmung verbaut, damit der Bass einfach, ja, damit der Bass halt einfach gedämmt wird. Ne? Das ist also nicht wie beim DBA, dass vorne das Gitter den Bass schießt und hinten das Gitter fängt den Bass auf, sondern hier ist es so, dass vorne das Gitter den Bass schießt und hinten ist einfach so viel Dämmung, dass der Bass da drin einfach verschwindet, also wird halt geschluckt. Ne? Vorteil hiervon finde ich, hiervon profitieren halt auch die anderen Lautsprecher. Das heißt, also, wenn die Frontlautsprecher einen Bass abgeben, wird der ja auch absorbiert. Das hat man beim DBA zum Beispiel jetzt nicht. So, zurück zum Beamer. Also hier ist halt der Lichtschacht. Den hat er mit Adamantium verkleidet, so wie auch alle anderen schwarzen Flächen hier. Adamantium ist ja der schwärzeste Stoff, den wir Heimkino-Heinis kennen. Da hinten werkelt ein NP5 drin. Der ist jetzt auch ganz neu. Der macht halt einfach ein super Bild. Da braucht man nicht viel drüber zu verlieren. Hier oben an der Decke, Benni, füll mal hoch. Oben an der Decke seht ihr noch die Skyline-Diffusoren. Ich meine, die wären, ich glaube, die sind vom Thomann, ich weiß es aber nicht genau. Genau, zu den Atmos-Lautsprechern. Die Atmos-Lautsprecher haben den gleichen Hochmitteltonteil. Das heißt also, dass hier ist auch ein Limmerhorn mit den beiden Treibern drin. Das ist der gleiche, der hier unten in der unteren Ebene verbaut ist. Und ich meine, ist es ein 10 Zoll Bass? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auch im Bassreflex. Also das Gehäuse, was ihr hier seht, ist nur ein Bruchteil von dem eigentlichen Gehäuse. Das geht halt noch ganz tief in die Decke rein, weil die tatsächlich auch Full Range laufen. Also das heißt, die Atmos-Lautsprecher machen auch, wie die anderen Lautsprecher, ihren eigenen Bass. So, hier sieht man es auch nochmal besser. Dann brauche ich auch nicht so zu hocken. Also ihr seht, wenn ich hier mal so festhalte, die sind schon groß. Also ich würde behaupten, da hat so manch einer kleinere Frontlautsprecher, wie sie hier in der Decke hängen. Ne? Wie gesagt, das ganze Volumen ist halt einfach in die Deckenkonstruktion mit eingebaut, weil es sonst einfach schlicht und ergreifend nicht hier reingepasst hätte. Ne? Ich mache mal hier noch zu. Dann seht ihr mal, wie das Gesamte wirkt. Also ihr seht hier die ganze Front. Die ganze Front ist halt komplett in Schwarz gehalten. Ne? Auch dann Adamantium, was halt mit Abstand am meisten Licht schluckt. Wobei ich mir jetzt gerade gar nicht sicher bin, ist es Adamantium oder ist es dieser China? Ich glaube, das ist Adamantium. Naja, nagelt mich nicht fest, vielleicht ist es ein anderer Stoff, aber auf jeden Fall so ein samtartiger, sehr schwarzer Stoff. Ne? So, Konzept vom Kino nochmal. Alle Lautsprecher laufen Full Range. Das heißt also, Yamaha läuft auf Pure Direct, keine Trennfrequenzen mehr und jeder Lautsprecher macht seinen eigenen Bass. Ne? So, zum Basssystem. Hier hinter der Leinwand haben wir ein SBA. Mit 6 Bass-Chassis, also das sind so 2 Reihen. Und zwar, die laufen ab 35 Hertz aufwärts. So, jetzt fällt dem meist natürlich auf, was ist denn mit den anderen Hertz ab 35 Hertz abwärts? Und da haben wir was Spezielles hier, und zwar hier in der Decke sind 2 riesengroße Löcher. Benni kann das schon mal filmen, ich gehe mal gerade was holen und dann zeige ich euch das. Ihr werdet jetzt auch gleich Zeuge von meinem ersten Stunt. Ja. Man sieht übrigens nichts, wir müssten da auch noch raus. Ach ja, dann mache ich die andere Beleuchtung an. Ist gut, dass du das sagst. Ja, genau. Wir sind natürlich hier ein bisschen stealth-mäßig unterwegs heute, weil wir dürfen natürlich auch nicht erwischt werden. Auch wenn der Hausherr weg ist, können wir natürlich jederzeit wiederkommen. Das sieht richtig cool aus mit den Lamellen auch. Ja, die Lamellen sind geil. So, Achtung. Jetzt mache ich was total Krankes. Ihr müsstet euch auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe jetzt im Kino eine Leiter und kletter jetzt. Also das sind so, da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich kletter jetzt im Kino mit der Leiter in den Subwoofer rein. Ne? Wie krank muss man sein? So, also mein ganzer Oberkörper passt hier bequem rein.
Und jetzt habe ich über mir diesen riesigen 15 Zoll Kicker Bass, also von der Firma Kicker. Und das ist einfach nur krank. Wer klettert denn in der Decke in den Basshorn? Wer macht denn sowas? Wer verbaut denn da sowas? Was sind das für Menschen hier? Das ist doch total krank. Nur Wahnsinnige, ich sage es euch. So, also ich habe es gerade schon gesagt. Jetzt sind zwei Infrahörner und zwar obendrauf ist ein Gehäuse. Ich mach das normal Licht nochmal an. Ja, gute Idee. Da ist es. So. Also hier oben auf der Decke, müsst ihr euch vorstellen, hier sind zwei Gehäuse, die laufen, also hier fängt das Gehäuse an, hier sitzt auch der Bass drin und das läuft dann so hier rüber bis hierhin etwa. Also ungefähr, wenn das steht, sieht es aus wie ein großer Kühlschrank, so könnt ihr euch das vorstellen. Und zwar ist das so ein Tappethorn oder wie es heißt. Und zwar der Basstreiber, ich fülle mal hoch, Benni, ich zeige euch das nochmal. Sieht man das? Ja, man kann ja an. Also da oben drin sitzt das Basschassis. Ja, perfekt. Da oben drin sitzt das Basschassis und das prügelt quasi den Bass in das Gehäuse rein. Da wird es dann ein paar Mal gefaltet und umgelenkt. So, kannst du nochmal zu mir. Ein paar Mal gefaltet und umgelenkt. Und am Auslass geht es nochmal am Basschassis vorbei und kriegt da nochmal beim Ausschwingen in Schwung mit. Also der Bass wird quasi zweimal angeknüppelt. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig erklärt habe. Vielleicht ist es auch totaler Bullshit. So habe ich auf jeden Fall verstanden. Die Gehäuse obendrauf sind auch noch mal abgekastet mit Holz und Kanthölzern und Brettern und da auch nochmal mit Basaltsplit befüllt, sodass also noch mehr Masse da ist. Also die sind unglaublich groß und unglaublich schwer. Ich suche da noch Bilder raus und blende euch die noch ein. So, zurück zum SBA. Also hier hinter haben wir halt diese, ja, ich nenne halt jetzt mal die Basschassis, die eher so diesen kickigen Bassbereich abdecken. Das sind meines Wissens sind das auch 12 Zöller. Die spielen halt dann einfach hinten an die Wand. Da wird der Bass dann absorbiert, ist dann unheimlich trocken. Klingt ähnlich wie ein DBA, aber doch ein bisschen anders. Also mir zum Beispiel gefällt der Klang von dem SBA ein bisschen besser wie das von dem DBA, weil es nicht ganz so trocken ist. Ne? Das hier ist das XY-Tuch. Das haben die ersten in China importiert direkt. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Das ist halt preis-leistungstechnisch ist das schon sehr gut. Also das ist von der Webung her ist das sehr gut. Vom Bild und Ton ist das ein sehr guter Kompromiss für das, was das kostet. So, jetzt hat der Mario aber noch eine coole Maskierung gebaut. Und zwar hat er von Hettich hat der ein Schienensystem benutzt, was über einen Seilzug die linke und rechte Seite miteinander verbindet. Das heißt also, ich brauche jetzt hier einfach nur anzupacken und schon fahren beide Seiten rauf und runter gleichmäßig. Das hat echt cool gelöst. Ne? Das Teil hier ist auch geil. Und zwar hat er hier einfach eine Alulatte genommen, also so ein 3 Meter Richtscheit, hat das in der Mitte aufgesägt, sodass der Steg, der da drin ist, weg ist und hat das dann einfach mit ein paar passenden Holzstückchen verbunden und hat dann hier eine schöne, stabile, ganz leichte, ja, eine ganz leichte Planke, die er dann super an sein System festmachen konnte, hat das Ganze dann noch mit Stoff bespannt und hat jetzt hier eine richtig coole Maskierung, die wirklich extrem sauber läuft, da muss man sagen. Also hier ist kein Spiel drin und die läuft ganz leicht, also das ist schon top. Übrigens, die Kante hier ist einfach 90 Grad, die ist also nicht, wie viele dann noch empfehlen würden, so schräg, was ich auch unnötig finde, weil im Endeffekt sieht man davon nichts, eine schräge Kante mit so einer Kartätsche oder wie die Schiene heißt, die ist halt einfach auch nicht notwendig. Ne? Einfach hier eine 90-Grad-Kante, die tut es vollkommen, den Stoff drüber und fertig. Ne? Also das funktioniert einwandfrei. So, jetzt seht ihr vielleicht hier, am Boden zeichnen sich so Gitter ab. Und zwar hat der Mario, also die Frontlautsprecher stehen hier in der Mitte der Center, alle identisch auf gleicher Höhe. Und die sind natürlich auch zum Sitzplatz hin eingewinkelt. Ne? Also alle Lautsprecher sind perfekt auf den Sitzplatz eingedreht. Und zwar hier, da wo die Gitter sich abzeichnen, ist ein Loch im Boden drin. Also hier ist alles eine Holzbalkendecke. Und hier im Boden hat er ein Loch reingeschnitten, also 3 Stück. Hat da, ich meine, das Basotec hat er reingetan. Und dann einfach nochmal ein Gitterrost oben drauf, damit es halt begehbar ist. Und hat so noch Erstreflexionsabsorber im Boden. Kann die aber begehen, wo einfach nur der Teppich drüber liegt. Klar, der Teppich absorbiert natürlich einen großen Teil vom Hochton. Aber auch für den Bass ist hier immer noch was getan. Also selbst am Boden haben wir hier noch Erstreflexionspunkte.
Das ist halt eine coole Idee, vor allen Dingen mit dem Gitter halt. So kann man halt hier drüber gehen, wenn der Teppich jetzt ein bisschen dicker wäre. Weil hier ist nämlich auch der Dusty, wie ich den auch habe. Der ist halt sehr empfindlich. Würde man wahrscheinlich gar nicht sehen. Also mit einem hochflorigen Teppich hättet ihr so eine Lösung, die ihr wahrscheinlich schon nicht mal sehen würdet, die aber sehr gut funktioniert. Genau, so. Dann noch zur Bestuhlung. Mario hat jetzt hier noch echte Kinostühle. Ich muss sagen, ich bin kein Fan davon. Ich sitze aber auch nicht gern im normalen Kino. Die sind so grundsätzlich bequem. Aber ich bin halt jemand, der gern die Füße hochlegt. Ne? Mario findet die Dinge halt super. Ist ja okay. Die Farbe ist so ein bisschen umstritten. Da gibt es immer so ein bisschen Diskussionen. Aber gut, ist halt alles Geschmackssache. Ja, hinten hat er jetzt ein Ledersofa. Die Idee ist halt hier vorne vielleicht auch noch irgendwas anderes hinzubauen. Problem ist halt einfach die Nische hier, dadurch, dass das Kino sowieso schon so klein ist. Ich habe euch jetzt übrigens die Kinomaße nicht gesagt, ich weiß es tatsächlich aber auch nicht. Das Kino müsste aber so circa, wenn ich die Dämmung jetzt abziehe, müsste so circa 20 Quadratmeter haben. Pi mal Daumen, ne? Problem ist halt, die Nische ist halt relativ eng. Dadurch ist es halt auch erstmal schwierig, hier irgendwas zu finden, was hier überhaupt reinpasst. Ne? Weil diese ganzen Standardsessel, die dann zwei Armlehnen haben, drei Stück nebeneinander, die sind halt einfach zu groß. Problem ist halt, wir brauchen hier die fünf Sitzplätze mindestens, weil die Familie halt auch im Kino gemeinsam Platz finden soll. Ne? Deswegen ist halt immer ein Kompromiss. So, gehen wir noch ein bisschen auf die Optik ein. Also Mario hat halt hier diese Stoffbespannung gemacht, die also im ersten Moment halt sehr schlicht wirkt, aber der Bau war halt schon extrem aufwendig. Ne? Also diese ganzen Schrägen hier, das hier ist halt auch alles mit Stoffklemmleisten gemacht, deswegen ist die Kante so sauber. Das hier ist einfach blauer Stoff von Akustikstoff, also der halt akustisch transparent ist. Kommen wir gerade hier hin, ich will das hier mal im Detail zeigen, damit man mal sieht, wie aufwendig das hier ist. Also hier seht ihr zum Beispiel mal, wie dieser Stoff über die Ecken läuft. Ne? Da könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Scheißarbeit ist. Und das ist hier wirklich sehr sauber gemacht. Ne? An so manchen Stellen ist der Stoff halt so ein bisschen ramponiert. Das liegt aber einfach daran. Das Problem hatte ich nämlich bei mir auch. Und zwar, diese Stoffklemmleisten halten manchmal nicht sauber. Das heißt, das kann also auch mal sein, dass man den Stoff hier reindrückt. Da gibt es extra so eine Spachtel, die kann ich euch gleich mal zeigen. Man ist froh, dass der Stoff drin ist und auf einmal rutscht er einfach wieder raus. Das war nämlich hier auch der Fall. Da gibt es so ein paar Tricks. Also ich zum Beispiel habe bei mir ein paar Stellen, da habe ich einfach hier Sekundenkleber drauf träufeln lassen, dass der einfach klebt, das hilft. Mario hat das gelöst, indem er noch ein zweites Stück Stoff, so ein Reststückchen, einfach so ein Fetzen mit dahinter gedrückt hat, sodass einfach die Leiste mehr gefüllt ist. Ne? Und ja, da seht ihr halt einfach mal, wie aufwendig das ist. Hier sitzen diese LED-Profile drin. Das ist irgendwas App-gesteuertes, WLAN-gesteuertes. Ich kenne mich mit dem Kram aber nicht aus. Das könnt ihr aber im Prinzip in seinem Bauthread nachlesen auf www.heimkinoverein.de. Da ist alles beschrieben, wenn es euch interessiert. So, ja, hier haben wir halt normale Eckleisten, die auch sauber geschnitten sind. Ihr seht ja hier die Gärung, die sind tipptopp. Auch das Holz hier gefällt mir gut. Das Holz wiederholt sich übrigens auch wieder hier oben an der Decke. Da kommen wir dann jetzt zu den Lamellen. Die Lamellen haben jetzt nicht so einen riesen akustischen Sinn. Das ist mehr Optik. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. Aber der Punkt ist halt, sie schlucken halt von der Seite auch nochmal Licht. Und wenn der Filmbetrieb ist und es drin dunkel ist, sieht man von dem Holz tatsächlich gar nicht so viel. Aber wenn das Licht halt an ist, hat es halt einfach so einen, ja, so einen warmen, wohnlichen Effekt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Genau, das ist im Prinzip das gleiche Holz, wie es auch auf dem Boden verbaut ist. Und im Prinzip habe ich jetzt vom Raum selber eigentlich schon soweit alles abgearbeitet. So, kommen wir mal zum Klang. Also, ich war schon sehr oft hier, habe auch schon den einen oder anderen Film hier gesehen. Das ist sehr, sehr geil. Wir haben halt hier den Vorteil von den HKV-Lautsprechern. Vielleicht drehen wir uns gerade rum, Benny, dann sieht man sie so ein bisschen im Hintergrund. Ich setze mich einfach hin, dann kannst du mich so ein bisschen so filmen, genau. So, und zwar haben wir halt da vollwertige Lautsprecher. Das heißt also, der 15 Zoll Bass, der hat richtig Punch. Der Hochmittelton auch. Die Auflösung ist super. Durch den Waveguide habe ich einen gerichteten Ton. Also, das heißt, ich habe gar nicht so viel, der verloren geht. Und die sind halt auch extrem pegelfest. Also, die können schon richtig, richtig laut. Die Bühne ist super. Da muss ich allerdings hier im Raum einen Kritikpunkt setzen. Und zwar ist die Bühne hier, ja, wie soll ich jetzt sagen, die Bühne ist halt ein bisschen
kleiner oder, ja doch kleiner können, oder vielleicht nicht so räumlich, sag mal so, die Bühne ist nicht so räumlich, wie sie das zum Beispiel bei mir ist. Da behaupte ich aber einfach, das liegt einfach am Raum. Der Raum ist halt deutlich kleiner als meiner, also noch nicht mal halb so groß, und ich denke mal, das hört man halt einfach. Da ist irgendwo der Lautsprecher an seiner Grenze, die man danach noch wegpuffern kann, sage ich jetzt mal. Das ist dann halt einfach so. Die Lautsprecher sind ja auch fest press in der Ecke, also ist kein Millimeter Luft mehr, weil alles so eng ist. Ne? Im Filmton ist halt extrem geil durch diese Infrahörner. Das heißt also, ich habe den Bass, ich weiß gar nicht, wie weit die runtergehen. Ich glaube, die gehen bis 10, 15 Hertz, glaube ich, gehen die runter. Das ist halt einfach ein Bass, den gibt es bei mir zum Beispiel nicht. Ich habe halt nur die Tannoy-Subwoofer. Die spielen halt einfach von Natur aus nicht so tief. Ich bin zwar auch kein Tiefbass-Junkie, ich brauche das nicht, mir ist das nicht wichtig, aber wenn man das hier halt mal hört, ist das halt schon geil, wenn man mal sieht, was zum Beispiel bei mir auf der Scheibe alles fehlt. Ne? Wenn man zum Beispiel als Punkt mal Greatest Showman nehmen, am Anfang diese Szene, wo auf diese Treppe gestampft wird, da ist halt unheimlich viel Tiefbass noch drin. Oder dann, wenn nachher die Spots angehen in dieser Manege, da ist halt auch so ein richtiges Nachrumpeln. Das fehlt halt bei mir einfach, weil der Bass einfach gar nicht abgebildet wird. Ne? Oder Ready Player One, da sind halt auch so Tiefbass-Szenen drin. Und das ist halt einfach geil. Und die haben halt auch einfach Schub ohne Ende. Wir haben jetzt zwei von diesen riesigen Hörnern hier im Raum. Im Prinzip würde eins schon dicke reichen. Ne? Ich muss jetzt gerade lachen, ich muss an Jochen denken, ne? Wie er hier reinkam. Und die 15 Zöller aus der Front oder beziehungsweise aus der unteren Ebene, die machen einen richtig knackigen, punchigen Bass. Da macht auch Musik hören richtig Spaß. Und es ist halt einfach so, dass alles aus einem Guss ist. Und das ist gar nicht so einfach, erstmal die beiden Subwoofer-Systeme miteinander zu verheiraten und dann noch die untere Ebene beziehungsweise die anderen Lautsprecher damit reinzukriegen. Das ist gar nicht mal so ohne, ne, für das alles hinzukriegen. Da war auch eine Menge Einstellarbeit, ist auch tatsächlich noch nicht fertig. Da ist immer noch Nachholbedarf. Oder beziehungsweise Potenzial, was noch nicht ausgeschöpft ist. Ne? Aber unterm Strich muss man sagen, dass das hier wohl, ja, das hört sich jetzt direkt übertrieben an, aber das hier ist wohl eins der besten Kinos, die wir hier in Deutschland haben. Das ist halt einfach so, weil einfach mal was anderes ist. Ne? Mit diesen Basshörnern, das hat wohl nicht jeder so, vor allen Dingen ist nicht jeder so bescheuert, der packt die Dinger noch auf die Decke, weil er im Raum keinen Platz hat. Ne? Und dann auch noch, ich glaube, da ist über eine Tonne Basaltsplit drumherum. Das sind halt einfach Wahnsinnsdaten, ne? Ich bin schon froh, dass die Decke überhaupt hält. Ne? Ich will jetzt auch hier gar nicht rumschleimen, mit dem Mario mein Freund ist, aber das Kino ist einfach super. Ne? Bei mir zum Beispiel, also am Hochton, da gibt es halt noch so ein bisschen Nachholbedarf, weil das könnte halt einfach noch ein bisschen mehr Punch vertragen für meinen Geschmack. Die Lautsprecher können das weiß ich. Das ist wahrscheinlich hier einfach nur eine Einstellungssache. Wobei Mario schon drauf getippt hat, dass das vielleicht auch das Leinwandtuch ist. Dass das vielleicht einfach zu viel schluckt. Weil er war wohl beim Kollegen, der hat halt ein anderes Tuch. Und da war dieser letzte Crisp oder dieser kristallklare... Diese kristallklare Auflösung war da wohl vorhanden. Also könnte tatsächlich auch das Tuch sein oder wie gesagt halt eine Einstellung. Weil die Lautsprecher an sich, die können das. Ne? Die sind übrigens auch vom selben Entwickler wie meine. Also noch gerade zum Bild. Also der NP5 ist ja hier eingezogen. Der macht für mich halt einfach ein super Bild. Ich mag die JVC-Geräte sowieso, weil ich halt beim Bild ist mir halt der Schwarzwert wichtig. Das mag ich halt. Und der NP5, der macht da einfach ein super Bild. Ne? Da brauchen wir auch nicht viel drüber zu sagen. Die Dinger stellt man auf, die muss man vielleicht einmal ein bisschen einstellen. Felix, schönen Gruß. Und dann laufen die, ne? Die machen einfach ein super Bild. Ansonsten sind wir durch. Mehr zu erzählen habe ich gar nicht, weil das Kino hat einfach, also die schon hier waren, die wissen, was ich meine. Das Kino ist einfach schon richtig weit oben. Also da muss man schon einiges anstellen, für da nochmal was zu toppen. Und dementsprechend, ich habe euch alles gezeigt, alle Besonderheiten. Ich hoffe, Mario freut sich, wenn er das Video sieht. Vielleicht kriege ich das schon hochgeladen, bevor er zu Hause ist. Und ich möchte mich auch nochmal bei seiner Frau bedanken. Vielen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht hast. Und Mario, ich hoffe, dass dir die Überraschung gefällt. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut.